Es war einer der spannendsten Momente. Er hatte so viel Gutes für andere getan und hatte sich dabei wirklich nicht geschont. Er hatte sich aufgerieben. Er hatte dabei den Menschen nicht immer nach dem Mund geredet. Aber für jeden und für jedes hatte er ein gutes Wort. Eine helfende Hand. Es tat gut, in seiner Nähe zu sein, ihn zu hören oder einfach die Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Natürlich, du kannst es nicht immer allen recht machen. Da waren auch Enttäuschungen. Seine Familie hatte ihn nicht verstanden. Leute, die in der Gesellschaft etwas zu sagen hatten, sie feindeten ihn an, lehnten ihn ab. In stillen Stunden wurde er selbst von finsteren Mächten und von Zweifeln geplagt. Und nun hatte sich das Blatt gewendet. Einer nach dem anderen ging. Und das ist enttäuschend, du. Wenn du dich in Menschen hineingehängt hast und wenn du in Menschen investiert hast und sie auf einmal gehen und du nur noch ihren Rücken siehst. Noch schlimmer, wenn sie über dich herziehen. Und genau so hat er es erlebt. Und dann kam dieser spannende Moment und er fragte sie: Wollt ihr auch weggehen? Es war ihm klar, du kannst keine Menschen für eine Freundschaft zwingen. Aber die Sehnsucht, bei seinen Freunden zu bleiben, war groß. Und gleichzeitig das bange Fragen: Wollt ihr auch weggehen? Man hätte es verstehen können. Schließlich hatten sie viel riskiert, Geld investiert, Freiheit aufgegeben, mussten sich anpöbeln lassen, wurden ausgelacht. Nein, es war nicht immer einfach gewesen. Ich erzähle von Jesus und seinen Jüngern. Glaube kann unter Druck geraten. Druck von außen, Druck, den wir manchmal in uns selbst haben, Druck durch Zweifel und durch finstere Mächte, die uns in unserem Glauben rütteln. Wollt ihr auch weggehen? Wie entscheiden wir uns? Einer tritt vor und spricht für alle: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige, der von Gott gekommen ist. Sie blieben. Sie vertrauten weiter. Sie hatten bei Jesus gefunden, was zum Leben nötig ist, erfülltes Leben. Wie sollten sie jetzt gehen? Egal, ob Schwierigkeiten da sind. Sie blieben. Und das stärkte Jesus. Einige Zeit später sitzen sie bei der letzten gemeinsamen Mahlzeit zusammen. Und da sagt Jesus: Ihr seid mir in diesen Tagen der Gefahr und der Versuchung treu geblieben. Deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Mit mir sollt ihr am selben Tisch essen und trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und mit mir die 12 Stämme Israels richten. Zu Petrus gewandt, sagte Jesus: Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Bis heute sind die Nachfolger Jesu Christen in Schwierigkeiten und manchmal Druck ausgesetzt. In unserem Land vielleicht eher in moderater Weise, vielleicht durch Familienangehörige, die kein Verständnis haben, dass jemand zum Glauben kommt und dann anfängt, in die Kirche zu laufen. Vielleicht in der Beziehung durch Ehemänner, die Jesus als Konkurrenten ihrer Position ansehen. Lachende Kollegen, die sich ein bisschen lustig machen darüber, dass man so naiv ist und an einen Gott glaubt, der in das Leben eingreifen könnte. Gewissensdruck auf der Arbeit, dass du irgendwelche Methoden anwendest, die nicht so wirklich der Wahrheit entsprechen, damit die Firma zu mehr Erfolg kommt. Was machst du? Gehst du einen geraden Weg
oder passt du dich an? Mobbing, wenn du andere ethische Maßstäbe trittst. Alle sind tolerant, bis zu dem Moment, wo man seine eigene Meinung sagt. Und noch in viel stärkerem Maße betrifft das Christen in anderen Ländern, die keine staatlich garantierte Religionsfreiheit kennen oder wo familiär-gesellschaftliche Zwänge so groß sind, dass kein Spielraum für Glaubensfragen da ist, so wie wir das eben in dem kleinen Film gesehen haben. Noch nie wurden so viele Christen verfolgt wie zu unserer Zeit. Manchmal erschrecken wir über die Geschichten des Märtyriums in der römischen Kaiserzeit, aber noch nie wurden so viele Christen weltweit verfolgt wie in unserer Zeit. Millionen sind es. Bis heute erleben Christen, was Jesus Christus erlebt hat und was er auch seinen Jüngern nicht vorenthalten hat. Was er gesagt hat, Jesus hat mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr auch verfolgt werdet. So wie es mir geschehen ist, so wird es euch geschehen. Bei uns zurzeit im Moment moderat, kann sich aber auch irgendwann nochmal ändern, dass wir viel mehr sehen müssen, wie wir unseren Glauben bekennen und dass es sehr viel kostet. Unseren Brüdern und Schwestern in der Welt geschieht das oft viel, viel krasser. Nein, die Jünger sind nicht gegangen. Sie sind geblieben. Sie hatten erkannt für ihr Leben, dass es zu diesem Jesus keine Alternative gibt, dass sie festhalten am Glauben und wenn es ihnen sie das Leben kostet. Bei ihm ist Vergebung, bei ihm ist Erfüllung, bei ihm ist Frieden, mitten im Kampf, das lassen sie sich alles kosten. Er der Herr, wir seine Nachfolger. Und nichts und niemand soll uns von ihm abbringen. Jesus freut sich über seine Jünger, freut sich, dass sie geblieben sind. Und Jesus weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Es hatte seinen Grund darin, dass Jesus für sie gebetet hat. Nicht in der Stärke ihres Glaubens, sondern dass Jesus dafür gebetet hat, dass ihr Glaube stark bleibt. Simon, Simon, der Satan geht umher und hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, so wörtlich. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus hatte dem Simon eigentlich den Namen gegeben, Petrus. Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Und in dieser Situation spricht er ihn an mit Simon, seinem alten Namen, der alte Simon, der sich selber überschätzt, der mit dem Mund immer so weit vorne ist, der auch dieses Bekenntnis gesagt hat für die Jünger, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Dieser Simon, der auf sich selber baut, er wird noch tief fallen. Jesus wusste das. Du wirst gerüttelt und geschüttelt werden, Simon. Vielleicht überschätzt du dich selbst, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus sagt mit diesen Worten auch, zeigt auf die geistliche Dimension. Wir denken manchmal, das sind die Umstände, die uns Druck machen, das ist irgendetwas in unserem Leben. Aber hier macht Jesus deutlich, es gibt in der unsichtbaren Welt einen Kampf, auch einen Kampf um dein Glauben, um mein Glauben, unser Vertrauen, ob wir bei Jesus bleiben oder nicht. Und niemand anderes Geringeres als der Widersacher Gottes, der Satan, hat Interesse daran, uns von Jesus abzubringen. In dieser Dimension sind wir. Wir sind umkämpft. Und so wie Jesus für den Simon gebetet hat, so betet er auch für die anderen Jünger. In Johannes 17 können wir das nachlesen, ein ganzes Kapitel davon. Oder in Hebräer 7, Vers 25 steht, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus betet uns sozusagen durch zum Ziel, dass wir zu Gott hinkommen. Und der Hebräerbriefschreiber gibt uns so ein Fenster in den Himmel. Jesus betet für dich
und für mich. Besonders für die, die unter Druck geraten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Wenn Jesus betet, um seine Nachfolger zu stärken, wenn Gebet so viel Kraft hat und das auch wichtig ist, dass Jesus für uns betet, uns stärkt, Hoffnung vermittelt, dann sollten wir das auch tun. Nochmal zu Simon. Und wenn du zurückgekehrt bist, umgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder, deiner Geschwister. Ja, der Simon wird noch tief fallen. Er, der so einen großen Mund hat, Jesus wusste das, wird ihn in kurzer Zeit verleugnen, wird sagen, ich kenne den nicht, diesen Jesus. Weiß nicht, wovon du sprichst. Kann man sich nicht vorstellen. Wo war sein Glaube geblieben? Er hatte Angst. Aber Jesus wusste, wenn du einmal umkehrst, wenn du deine Schuld bekannt hast, wenn du neu anfangen willst mit mir, dann werde ich dich mit offenen Armen empfangen. Und dann hast du einen Auftrag, stärke deine Glaubensgeschwister. Und das ist spannend, diese Geschichte von Petrus zu lesen. Und Petrus hatte in der ersten Kirche eine besondere Stellung in dieser Stärkung der Gemeinde. Und wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, lest mal die Petrusbriefe, weil die sind voll von dieser Perspektive, die Glaubensgeschwister in Kleinasien besonders zu stärken, dass sie unter dem Druck, unter dem sie in der Gesellschaft stehen, nicht den Glauben verlieren, sondern dranbleiben. Und Petrus öffnet ihnen diese Perspektive, weil er es selber erlebt hat, weil er diesen Auftrag hat. Und so wie Jesus Petrus beauftragt hat, seine Mitchristen zu unterstützen, so sollen wir das auch tun, uns ihrer Not zu wenden. Es braucht solche Erinnerungen wie heute, es braucht solche Organisationen wie Open Doors und andere Organisationen, die uns das vor Augen halten. Weil ehrlich gesagt, so geht es mir zumindest, wir es so gemütlich haben in unserem Land und wir entscheiden können, gehe ich zum Gottesdienst, gehe ich nicht zum Gottesdienst. Wir nicht unter Druck geraten, so wirklich, dass es unsere Existenz bedroht. Ja, okay, das ist die Frage, rede ich bei meinem Nachbarn, bei meiner Nachbarin mal was von Jesus oder schäme ich mich dafür und halte vielleicht doch meine Klappe, ich will ja auch niemanden auf die Füße treten. Solche Dinge beschäftigen uns. In anderen Ländern ist es viel existenzieller und wir brauchen diese Erinnerung daran, um auch zu merken, so wie wir es schon gehört haben, es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns hier treffen können. Und Corona-Zeit hat uns vielleicht ein bisschen davon gezeigt, wie das ist, wenn Zeiten sind, wo man sich gar nicht treffen kann. Und ich finde, wir klagen vielleicht manchmal darüber, aber ist das nicht eine Perspektive, die uns deutlich macht, worauf kommt es an in unserem Leben? Was ist wichtig? Was bedeutet Nachfolge, auch wenn wir die schönen Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, auf einmal nicht mehr haben? Wir haben doch den gleichen Herrn. Wie suchen wir nach Möglichkeiten? In anderen Ländern ist das ein tägliches Geschäft. Heute ist Gottesdienst da in dem Haus. Und dann im Untergrund informiert man sich, der nächste Gottesdienst ist im Wald. Und dann ist der nächste Gottesdienst da, irgendwo im Haus. Aber bitte nicht zusammenkommen, sondern einzeln, vielleicht in der Nacht. Dann feiert man Gottesdienst und stärkt einander den Glauben und geht wieder auseinander. Wir brauchen die Erinnerung, damit unsere Geschwister nicht den Mut verlieren. Und denk nicht, dein Gebet ist zu schwach, weil Christus Jesus in dem Gebet ist. Seinen Jüngern und auch uns damit gibt er einen enormen Ausblick, eine großartige Perspektive. Jesus sagt, wer bei mir bleibt, ihr seid bei mir geblieben, bis zum Ende, der wird in meinem Reich begrüßt werden. Ihr werdet mit mir am Tisch sitzen und wir werden essen und trinken. Es wird ein Fest sein bei Jesus. Es lohnt sich. Wir haben eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Wir sind unendlich Beschenkte. Wir werden mit ihm herrschen und alles, was Menschen hier auf dieser Erde zu schaffen macht, wird besiegt sein. Diese Perspektive hat Christen zu aller Zeit
zum Himmel gezogen. Sie hat Märtyrer auf dem Scheiterhaufen singen lassen. In den Gefängnissen haben Leute Lieder angestimmt, vielleicht nach einem großen Kampf. Gefangene Pastoren haben ihre Geschwister im Gefängnis gestärkt und sie zum Durchhalten bewegt. Ja, manchmal ist diese Perspektive bedroht. Christen verlieren auch unter Folter, Angst und Verlust von lieben Menschen die Hoffnung. Sie zweifeln. Lohnt sich das? Der Hebräerbriefschreiber sagt es seinen Geschwistern. Ja, es lohnt sich. Lasst die Knie nicht müde werden. Stärkt die schwankenden Knie, die schwach gewordenen Hände. Haltet durch. Und darum sollen wir einander stärken und einander zum Himmel tragen. Hebräer 13, Vers 3. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren.